Liebe Zuschauer, wir sind vermehrt angeschrieben worden, die Abstimmung im Bundestag, Verlängerung der epidemischen Lage mit nationaler Tragweite. Und dann haben viele Zuschauer uns angeschrieben, haben gesagt, die AfD hat ja gar nicht in Gänze abgestimmt. Waren die dafür, dass die epidemische Lage mit nationaler Tragweite verlängert wird? Darüber möchte ich mich heute mit Jürgen Braun unterhalten, schon vielen bekannt, Mitglied des Deutschen Bundestages der Fraktion der AfD. Herr Braun, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Vielen Dank für die Einladung, Herr Weber. Freue mich. Herr Braun, diese Zuschauerfrage berechtigt, könnten Sie Aufklärung geben, warum einige Abgeordnete nicht abgestimmt hat und wie es so hinter den Kulissen ausschaut? Ja, das ist alles ein bisschen manchmal so anders, als man sich das so vorstellt, wie das, was hinter den Kulissen läuft. Ich sage jetzt schon mal gleich, es konnte sich diese Koalition wahrscheinlich nie in diesen 4 Jahren so sicher sein, wie das Abstimmungsergebnis laufen wird. Die Union und die SPD wussten schon seit Tagen vorher, dass sie eine sichere Mehrheit haben werden für die Verlängerung der epidemischen Lage nationaler Tragweite, wie das immer so unglaublich aufgeblasen heißt. Es ist einfach so, es geht ja hier auch nicht um eine geheime Abstimmung, sondern um eine namentliche Abstimmung. Und da ist es dann schon so, das fängt dann damit an, dass wir geschlossen seit April 2020, also seit über einem Jahr, alle diese Maßnahmen in der Form abgelehnt haben. Wir haben auch vorher im März auch dem Aufheben der Schuldenbremse nicht zugestimmt. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Von Anfang an waren wir die Einzigen, die Schuldenbremse nach dem Grundgesetz nicht aufheben wollten. Das haben die anderen Fraktionen versucht und auch durchgekriegt mit ihren Stimmen, mit den Stimmen der Opposition. Dann am Ende hat es die Bundesregierung geschafft, vor allen Dingen mit den Grünen. Und dann haben wir immer wieder erlebt, dass wir die Einzigen sind, die die Verlängerung einer epidemischen Lage wollen, beziehungsweise die Aufhebung verhindern dieser Katastrophenlage, die immer wieder beschworen wird. Wir sind die Einzigen, die auch konsequent gegen diese totale, permanente Lockdown-Politik seit 1,5 Jahren unterwegs ist. Und jetzt war es dann so, zum ersten Mal wollte der andere Teil der Pseudo-Opposition, wie ich es immer sage, die Grünen nämlich, die nur Pseudo-Opposition sind und vielfach mitentscheiden im Sinne der Regierung, die wollten zum ersten Mal auch dagegen sein. Die FDP ist ja seit einer gewissen Zeit auch dann gegen die Verlängerung der epidemischen Lage. Ja, aber dann ist es so, dass die Fraktionen dann miteinander sprechen vorhinein, wer denn so alles fehlt und wer nicht fehlt und was man ungefähr für Menschenmassen erwarten kann. Und dann ist das sehr gut planbar. Und wir hätten, alle 18 Abgeordneten von uns hätten da im Sinne der AfD klar dagegen stimmen müssen. Alle wären angewiesen, auch schwer Krebskranke, sage ich mal als Beispiel, worum es hier nämlich auch geht, was hier gerne ausgeblendet wird. Und es hätte gar nichts gebracht. Also es ist eine Chimäre, es ist eine Fiktion, die so durch das Internet geistert seit letzten Mittwoch. Man hätte da irgendwas verhindern können. Das war alles abgekaspert zwischen der Koalition aus Union und SPD und den anderen Fraktionen. Und dann sagt die Union natürlich, na, wir reden jetzt nicht mit der Linken. Ja, das müssen sie auch nicht, weil nämlich der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, der Herr Korte, redet mit dem Herrn Schneider von der SPD, dem dortigen parlamentarischen Geschäftsführer, und dann sind die genau informiert und über Herrn Schneider von der SPD ist dann natürlich auch die Union informiert. Und so wusste man ganz genau, ganz entspannt, wie das laufen wird. Ich habe an diesem Mittwoch, die parlamentarischen Geschäftsführer vor wichtigen Abstimmungen in den letzten 4 Jahren noch nie so entspannt gesehen. Und ich habe da auch dann mit jemand gesprochen aus dem Bereich und er sagte mir, no, ist doch alles klar seit Tagen. Wir haben die Mehrheiten sicher. Wo ist das Problem? Vollkommen klar. Also wie ich es erwartet habe, es ist vollkommen eindeutig gewesen, dass hier ein Zirkus gemacht wurde, wo zum ersten Mal jetzt auch die Grünen beweisen wollten, sie sind kritisch, die haben sonst allem zugestimmt oder wollten es noch verschlimmern, typischerweise, wo die FDP in ihrem Zirkus mitmacht. Die FDP selber ist, wenn es zum Schwure kommt, nämlich sehr wohl auf Seiten der Regierung, sehr wohl auf Seiten von Lockdown-Maßnahmen immer wieder gewesen. Und ja, man muss sich das ja auch mal vorstellen. In 4 Wochen ist die Bundestagswahl. Und alle diese Parteien wollen mit einem Teil zumindest der Bundesregierung koalieren.
Das heißt, die werden dann direkt nach der Bundestagswahl Koalitionsgespräche machen. Die haben gar kein Interesse daran, ihren Koalitionspartner jetzt direkt vor der Wahl nochmal zu beschädigen. Das heißt, es ist eine gesteuerte Opposition mit gebremstem Schaum, wo alles ganz klar war, ihr dürft jetzt mal dagegen stimmen, aber die Mehrheit für die Koalition, für CDU, CSU und SPD, die ist sicher. Und deshalb ist die Verlängerung der epidemischen Lage, das war eine der größten Shownummern in Sachen namentlicher Abstimmung, was wir bisher hatten. Auch die 18 Gegenstimmen aus dem Bereich der Koalition sind ja lange schon bekannt. Es sind die zwei mutigen Abgeordneten Held und Post von der SPD und die 16 mutigen von der Union. Die Namen sind auch lange bekannt. Es ist genau, kann man genau alles einkalkulieren, wer sich da anders verhält. Und deswegen waren die alle so fröhlich bei der Koalition, alle so fröhlich und haben dann natürlich den Bürger, aber den Bürger haben sie dann weiterhin Angst gemacht, nicht? Das ist ja die Nummer. Weiterhin glauben auch viele Bürger, man müsse Angst haben. Und so werden eben 1,5 Jahre lang die Menschen in Angst gehabt halten. Unsere Wirtschaft geht zugrunde, die Grundrechte werden mit Füßen getreten. Und man begründet das damit, dass jetzt Menschenleben permanent gefährdet sind. Eine riesige Show, die seit über einem Jahr läuft. Und mit Demokratie, mit Anstand, mit Rechtsstaat hat das alles nichts mehr zu tun. Ich danke Ihnen auch im Namen der Redaktion, dass Sie hier mal die Aufklärung geben, dass wir sagen, es sind im Grunde genommen PR-Veranstaltungen zulasten der Bevölkerung, eigentlich der Mandatsträger, die Mandate vergeben haben. Nun, Herr Braun, Sie kommen selber aus dem medialen Bereich und wir beide, Sie sind jetzt noch jünger, aber wir kennen beide noch eine Berichterstattung, die sich erlaubt hat, auch mal verschiedene Fenster des Gebäudes aufzumachen in verschiedene Richtungen. Das erleben wir im Augenblick nicht mehr. Betrachten Sie die Behandlung von politischen Gegnern und von den Medien gegenüber der AfD als fair? Tja, da fragen Sie wahrscheinlich den Falschen. Ich kann nur sagen, die Antwort steht fest. Als fair kann man es nicht betrachten. Ganz eindeutig, man müsste das im Grunde genommen die etablierten großen Medien fragen. Ja, es gibt Ausnahmen von Journalisten. Es gibt Journalisten, die auch korrekt berichten im Sinne von, sondern von Ausgewogenheit, nicht im Sinne von politischer Korrektheit, sondern gerade die eben das wirklich hinkriegen, dass sie sich an die alten Regeln halten, die immer mal gegolten haben. Aber diese Leute müssen schon sehr aufpassen, wenn sie zum Beispiel bei ARD oder ZDF sind, dass sie bei diesen ganzen woken und bewegten und politisierten Ideologen, die da rumlaufen, dass sie überhaupt noch eine Chance haben, weiterzuarbeiten. Deswegen müssen die ja auch immer wieder darauf achten, dass sie massiv auf die AfD eindreschen, immer mal wieder, damit es nicht zu sehr auffällt, dass sie die AfD auch mal zu Wort kommen lassen. Nicht? Und das Interessante ist dabei, Herr Weber, immer wieder mit vielen Sachanträgen, und wir haben ja hunderte von wichtigen Sachanträgen und insgesamt tausende von Sachvorbringen in den letzten 4 Jahren im Deutschen Bundestag als AfD-Fraktion eingebracht. In den Sachvorbringen kommt so gut wie nie was vor. Es gibt nur in alternativen Medien, die es im Internet gibt, haben wir die Chance, wichtige Sachthemen, ob innere Sicherheit, ob Bildung, ob Finanzen, ob Wirtschaft, egal wo, Menschenrechte, das zum Tragen zu bringen. Es wird von den großen Medien ignoriert. Ab und zu gibt es auch mal eine Ausnahme. Natürlich kommt das dann aus der Schweiz, wie manche sagen, das neue Westfernsehen. Nicht? Da ist dann, hat jetzt die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel festgestellt, das wurde dann aber selbst von denen, von der Neuen Zürcher, von der NZZ verbreitet mit, oh erschreckend, die AfD hat das seriöseste Bildungsprogramm, das vernünftigste Bildungsprogramm. Warum schaffen das die anderen Parteien nicht, ein Bildungsprogramm in Deutschland vorzulegen, das so seriös ist wie das von der AfD? Erschreckend, nein, ich würde sagen erwartbar, aber weil wir einfach solide Menschen sind, die solide in Berufen gearbeitet haben, Zeit ihres Lebens, und wo wir einfach sagen, der gesunde Menschenverstand, der ist das, was wir vertreten. Und deswegen sind wir natürlich bei der Bildungspolitik die vernünftigsten von allen. Völlig eindeutig. Nun sprachen Sie davon, Sie stellen Anträge, Sie haben in Ihrem Parteiprogramm viele Dinge, viele Aussagen, die jetzt, wenn ich sie mal vergleiche, die mich an die ehemalige CSU und CDU erinnern, wie sie mal war.
Da stellt sich doch dem geneigten Zuhörer die Frage, vor was haben die Medien und der politische Gegner Angst, dass sie in dieser Form nun versuchen, alles, um sie letztlich zu stigmatisieren, um sie von öffentlichen Debatten auszuschließen. Ich habe mir die Debatte im ZDF angeschaut, wo Alice Weidel zugegen war. Das ist schon ein Blockbündnis der anderen Parteien, wenn Frau Weidel etwas sagt, dass dann gesagt wird, da wird drauf losgeschlagen. Oder wenn ein Herr Lindner sagt, der lieber nicht regieren als falsch regieren, wo Frau Weidel sagt, lassen Sie mich doch bitte mal ausreden, und er sagt, was ich sage, hat wenigstens Sinn. Das ist doch im politischen Umgang sehr fragwürdig. Die Frage ist, Herr Braun, vor was haben Medien und der politische Gegner Angst, dass sie nicht mit Ihnen ins Gespräch kommen, um Sachthemen zu erörtern? Tja, wovor haben die Angst? Sie kennen das wahrscheinlich, dass die Parole war vor 4 Jahren, wir werden jetzt die AfD bei den Sachthemen stellen im Bundestag, wir haben keine Angst, wir werden sie attackieren und so weiter. Ja, und das ist nicht passiert. Und warum ist das nicht passiert? Weil nur dumme Sprüche gegen die AfD rausgehauen werden. Es wird wirklich primitivst im Bundestag gegen uns agiert. Die Menschen, die zum Beispiel bei Phoenix oder auf der Bundestagsseite bundestag.de Bundestagsdebatten verfolgen, die diese Zeit sich nehmen, ist ja nun, hat man ja auch nicht unbedingt, aber da mal in einer Woche mal eine Stunde schauen, in der nächsten Woche vielleicht auch nochmal, wenn es passt, reinzugucken. Diese Menschen haben überwiegend eine ganz positive Einschätzung zur Arbeit der AfD-Fraktion, weil die einfach sagen, ja Moment, es ist nicht alles perfekt bei denen, aber in den Debatten wirkt die AfD sehr viel vernünftiger als die anderen. Nur das wird nicht gezeigt. Das gibt es nur auf diesen Minderheitenkanälen, wo man dann eine komplette Bundestagsdebatte sehen kann, wo dann der Bürger feststellt, ach, das war jetzt der Redner der AfD. Ja, klang ja ganz vernünftig. Warum schimpft denn diese Frau von der SPD da wieder so auf den? Warum schreien denn die Grünen rum? Was hat er denn so Schlimmes gesagt? Das war doch eigentlich ganz vernünftig. Die sind ja gar nicht so von der AfD. Das heißt, es wird ein Image über uns verbreitet seit Jahren, was wir für ganz böse Menschen sind. Und deswegen will man uns ja auch aus Fernsehsendungen fernhalten, die ein bisschen normaler sind. Wird man gar nicht erst eingeladen. Wahlsendungen kurz vor der Wahl sind die Ausnahme. Da müssen die Öffentlich-Rechtlichen uns auch einladen kurz vor der Wahl. Das ist ein verfassungsrechtliches Gebot, dass dann wir eingeladen werden müssen, gleichberechtigt. Aber jahrelang passiert es gar nicht. Beim Thema Corona zum Beispiel. Seit 1,5 Jahren dominant in allen Talkshows von ARD und ZDF, penetrant einseitig die Berichterstattung darüber, penetrant, Herr Lauterbach sitzt quasi im Studio und Herr Lanz kommt zu ihm zu Gast. Das ist eigentlich eine Lauterbach-Sendung, so muss man es ja mittlerweile sagen. Und nicht einmal ist ein AfD-Politiker bei ARD und ZDF in diesen Talksendungen eingeladen worden. Das muss man sich mal vorstellen zum Thema Corona. Obwohl wir schon, das wäre richtig spannend gewesen, schon seit Ende März, dann Anfang April 2020 eine total kritische Haltung zur etablierten Politik an den Tag gelegt haben. Ja, warum? Sie haben Angst vor uns. Sie wissen, in den Sachfragen sind wir sehr vernünftig, vertreten wir das, was die Union, CDU, CSU vor wenigen Jahren noch vertreten haben, aber auch was die SPD vor 20 Jahren noch vertreten hat. Vieles davon ist ja von uns. Die SPD war ja auch mal für innere Sicherheit. Die SPD war ja auch mal dafür, dass nicht illegale Migranten massenhaft kommen. Das ist so gar nicht so lange her. Nur inzwischen tun sie alle so, als ob illegale Migration was Tolles wäre. Und sie äffen die Grünen nach auf fast allen Feldern und wundern sich dann, dass sie damit die Grünen stark machen. Das ist das, was passiert. Herr Braun, Sie kommen aus einem Ländle, schaffe, schaffe, Häusle baue. Jetzt haben Sie einen grünen Minister in Baden-Württemberg. Der wird letztlich hier, sagen wir, das, was wir aus finsteren Zeiten der deutschen Geschichte kennen, Denunziantentum. Das heißt also, wir wollen eine Steuerstasi. Eine Stelle, wo anonym bekannt gegeben werden kann, arbeitet da jemand, wer kommt, ist eventuell ein Auto oder ist etwas bezahlt worden, das nicht den regulären Gegebenheiten entspricht, des Finanzkreislaufes. Baden-Württemberg, ein Land, wo man einfach sagt, sehr viel Industrie, insbesondere die Autoindustrie.
sind die Bürger nebulös gemacht würden, dass man sie in gewisser Weise lethargisch macht, sie in falscher Sicherheit wiegt und sagt, durch die Überschrift Klima, 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 vergessen Sie, wo eigentlich der Wohlstand und der Fortbestand dieser sozialen Möglichkeiten herkommt? Ja, die Menschen sind betäubt. Die Menschen werden auch benebelt durch Hunderte von Milliarden, die rausgehauen werden seit 1,5 Jahren im Bereich Kurzarbeitergeld, im Bereich sonstige Hilfen, Corona. Das muss alles am Ende bezahlt werden. Das werden dieselben Bürger, die sich jetzt noch gut fühlen, die werden merken, wie es an ihr Eingemachtes geht. Die nächste Generation, die nächste Wahl, sagen wir mal in 4 Jahren, die wird anders sein. Da werden wir nicht mehr darüber reden, dass viele Leute sagen, uns geht's noch gut. Da werden viele Menschen darüber dann sprechen müssen, dass es ihnen mal gut ging, aber dass diese Regierung alles kaputt gemacht hat. Und dann wird es niemand gewesen sein, der diese Regierung gewählt hat. Und das Denunziantentum, da haben Sie komplett recht, da traut sich ein Herr Bajaz von den Grünen, Finanzminister in Baden-Württemberg, der traut sich aus der Deckung und ruft jetzt öffentlich auf das Denunziantenportal in Sachen so nach dem Motto, kennen Sie nicht einen Nachbarn? Hat der nicht ein Auto, was Ihnen auch gefallen würde? Wollen Sie den nicht mal denunzieren? Nicht? Nach dem Motto, wie kann das sein, dass der sich ein neues Auto gekauft hat, der Nachbar? Da muss doch dringend mal was passieren. Und also die niedersten Instinkte in den Menschen werden geweckt. Neid, Missgunst gegenüber Menschen, die was geleistet haben. Und das Spiel treiben die jetzt bei den Finanzen, bei den Steuern, das ist klar. Aber sie haben es schon vorher bei Corona getrieben. Wenn Sie sich überlegen, wie das ist, wie oft es Leute gegeben hat, überall in Deutschland, nicht nur in Baden-Württemberg. Oh, da steht ein Auto mit einem auswärtigen Kennzeichen. Ja, dürfen die dann überhaupt die Familie Meier besuchen? Darf die Familie Meier und nebenan die Lehmanns, dürfen die überhaupt Besuch haben? Geht das? Ich sitze hier und werde nicht besucht. Ja, das ist dann eine Sauerei, da rufe ich doch mal die Polizei an. Und dann hat die Polizei Kindergeburtstage gestürmt. Das muss man sich alles mal vorstellen, in was für einem irren Land wir hier mittlerweile leben. Kindergeburtstage werden aufgelöst. Kinder, die im Übrigen null Gefahr durch das Coronavirus haben. Warum sollen die Kinder nicht ihren Geburtstag feiern? Es ist unglaublich, da muss da die Polizei auftauchen, als wenn wir in Deutschland keine anderen Probleme haben. Und diese Perversion wird den Menschen so in die Köpfe eingehämmert, dass das normal sei. Und dann kommt als nächstes die Klimadenunziation. Es werden ja die Menschen verrückt gemacht, der Weltuntergang stünde bevor. Und es muss die deutsche Autoindustrie, die deutschen Dieselfahrzeuge, die deutschen Benziner, die müssen abgeschafft werden, damit die Welt gerettet wird. So ein Irrsinn. Wenn Deutschland vom Erdboden verschwindet, hat das null Auswirkungen auf irgendeinen Weltklima. Null Auswirkungen. Aber der Wohlstand wäre weg. Und diese ganzen Freitagshüpfer, diese infantilen Sprüche, die da kommen, auch von den anderen Parteien, das findet alles nur statt, weil die keine wirklichen Sorgen haben, weil Menschen in der Industrie in Deutschland hart arbeiten und das seit Generationen. Das soll jetzt alles auf den Müll geworfen werden. Und die FDP, das ist ja das Schlimmste, das ist die größte Mogelpackung, die macht da mit. Die FDP, wenn Sie die mal genau erleben, die FDP ist gerade in Baden-Württemberg und Bayern versucht sie zu trommeln, gegen kritisch zu Corona und so weiter. Herr Kubicki macht die AfD-Sprüche. Herr Kubicki erzählt Sachen, das hört sich an wie AfD. Der holt dann die Wähler und Herr Lindner schleimt bei den Grünen, öffentlich. Herr Lindner schleimt bei den Grünen, ich bin ja viel grüner als Sie, Herr Özdemir. So sind seine Auftritte im Grunde. Und das ist die Headline dieses Typen. Es ist widerlich. Es ist widerlich, dass Menschen darauf reinfallen, dass die FDP irgendetwas gegen die Grünen hätte. Die FDP ist im Deutschen Bundestag permanent unterwegs, dass sie mit den Grünen abstimmt. Sie haben es ja auch schon mal vor Monaten, glaube ich, gebracht bei Hallo Meinung. Die FDP ist sogar dafür, dass 14-Jährige sich das Geschlecht ändern lassen dürfen gegen den Willen der Eltern. Minderjährige, 14-Jährige sollen das Geschlecht ändern lassen durch Operationen, wenn sie das wollen. Das muss man sich vorstellen, gegen den Willen der Eltern. Es ist irre. Es soll nicht mehr das biologische Geschlecht gelten, das eben 99, wer weiß wie viel Männlein und Weiblein sind. Und ja, es gibt eine ganz, ganz kleine Minderheit. Ja, aber warum soll ein 15-Jähriger, der Liebeskummer hat,
warum soll der das Recht haben, sein Geschlecht ändern zu lassen? Damit er dann todunglücklich nach dieser Operation sein weiteres Leben verbringt. Das sind unglaubliche Anschläge. Und das wissen die Menschen nicht, weil die FDP solche Initiativen verschweigt, die sie im Deutschen Bundestag macht. Die FDP macht einen auf bürgerlich und in Wirklichkeit ist die FDP, steht die mittlerweile für Sodom und Gomorra, für nichts anderes mehr. Nun liegt es sicherlich auch daran, dass diese vierte Gewalt die Medien ja in dieser Form ihrer Aufgabe nicht so wahrnimmt, wie es doch der Fall sein sollte, um solche Dinge mit aufzuklären. Ergänzend dazu ist sicherlich die Situation, dass Kirchen und Sozialverbände und auch die Gewerkschaften, leider die Gewerkschaften, dieses Spiel mitmachen. Ich habe den DGB-Vorsitzenden vor kurzem gehört und er sagte, ja, durch die Transformation, durch die Umstellung, E-Mobilität, klimaneutral zu werden, gehen viele Arbeitsplätze verloren. Das ist sicherlich der Fall. Und er plädiert dafür, dass das Kurzarbeitergeld dann letztlich unendlich gezahlt wird. Und das sind so alles Dinge, dass ich sage, wir starten mal. Wir wissen nicht, wie viel Treibstoff wir an Bord haben. Es gibt keinen Ausweichflughafen, aber lassen Sie uns mal losfliegen. Und die Navigation und die Steuerung ist auch ausgefallen. Herr Braun, lassen Sie mich bitte zum Schluss des Interviews 5 Fragen an Sie richten mit der Bitte um kurze Antworten. Wir hatten schon eines, Thema Corona-Maßnahmen gerechtfertigt oder sofort ändern? Die Corona-Maßnahmen sind schon lange nicht mehr berechtigt. Wir haben das schon vor über einem Jahr deutlich angesprochen. Lockdowns schädigen die Menschen. Lockdowns bringen Menschenleben in Gefahr. Wir haben heute noch den Fall, durchgehend seit über einem Jahr, dass Millionen Menschen in Deutschland sich nicht operieren lassen, obwohl es dringend notwendig wäre, weil sie Angst vor Corona haben. Das heißt, ich übertreibe das mal, den Menschen wird so Angst gemacht, dass denen gesagt wird, naja, so ein kleiner Herzinfarkt ist ja nicht so schlimm im Grunde genommen, Hauptsache sie haben kein Corona. Und das ist unverantwortlich. Das muss dringend beendet werden. Lockdowns helfen nicht. Wir müssen lernen, wie mit anderen Viren auch mit diesem Coronavirus zu leben. Das ist das einzig Wissenschaftliche und Vernünftige. Sonst machen wir die Menschen verrückt und die Menschen sterben am Ende vor Angst, bringen sich um, wissen nicht mehr weiter. Jugendliche sind verwirrt. Alles das muss aufhören. Denken Sie nur daran, Test in jeder Straße in Deutschland, wenn Sie über den Bürgersteig gehen, wie viele Menschen treffen Sie, die auf der Straße unter freiem Himmel freiwillig eine Maske tragen? Die gibt es. Es ist völlig verrückt. 1/3 der Menschen, teilweise in den Städten, die Sie treffen, glauben an diesen Mist. Sowas Verrücktes hat es noch nicht gegeben. Das ist dümmer als im Mittelalter, was da passiert und das muss beendet werden. Thema Migration. Es ist ja so, dass wir wieder mit einer Flüchtlingswelle rechnen müssen. Der politische Gegner ist nun spricht einmal von 500, einmal von 10.000 und Heiko Maas spricht von 70.000 Ortskräften. Migration. Ja, wir müssen dringend aufpassen, dass hier nicht eine Flüchtlingswelle von der Bundesregierung organisiert wird. Kein Land der Welt möchte massenhaft von Afghanen überlaufen werden, wobei das ja auch noch unterschiedliche Völkerschaften sind, aber die laufen halt alle unter diesem Begriff. Es kann nur darum gehen, die wenigen echten Ortskräfte, die der Bundeswehr geholfen haben, die sich in Gefahr begeben haben, zu retten. Aber auch dieses Retten muss nicht in Deutschland stattfinden, das kann auch in Nachbarländern stattfinden. Das geht ganz einfach durch Geld. Wenn ein Turkmenistan sagt, wir nehmen jetzt niemanden mehr auf oder ein Usbekistan, ja, das Geld dort ist besser ausgegeben, als wenn wir Milliarden in Deutschland verplempern für Leute, die nicht integrierbar sind in unserem Land. Und die Verlogenheit dabei ist die Definition Ortskräfte. Mittlerweile sagt man, in einer Sonderausschusssitzung hat man mir gesagt, auf meine Frage hin, Nils Ann von der SPD, jeder, der einmal Kontakt irgendwie zu Deutschland hatte, sei dann eine Ortskraft. Also es wird hier gelogen, dass sich die Balken biegen. Wir müssen den Menschen dort helfen. Wir dürfen niemand zusätzlich aufnehmen, außer ganz, ganz wenigen Fällen. Und das sind nicht 70.000, das sind nicht 50.000. Das sind 1.900 sind schon in Deutschland und dann sage ich mal, 200, 300 mehr und dann muss Schluss sein. Und das dürfen nur diese Fälle sein, die ganz genau kontrolliert werden. Und die Kontrolle muss bereits in Afghanistan oder in Taschkent
bei der Zwischenlandung stattfindet. Die Kontrolle darf nicht in Deutschland erst stattfinden, damit nicht schwere Verbrecher, Vergewaltiger wieder nach Deutschland einreisen können. Thema innere Sicherheit. Es war beim sogenannten Triell, ging es um die innere Sicherheit. Und hier war bezeichnend, dass man gesagt, die meiste Gewalt findet in häuslichen Gegebenheiten statt. Es ist schon erstaunlich, wie man hier an den Problemen vorbeischaut und wie die Polizei instrumentalisiert wird für andere Einsätze und geschwächt wird für die eigentlichen Herausforderungen. Innere Sicherheit. Innere Sicherheit. Wir haben, das ist absurd, was da gesagt wurde in dem sogenannten Triell von diesen drei hochseltsamen bis teilweise auch lächerlichen Kandidaten. Das muss, ist ja das Erschreckende für unser Land. Wir haben hier, natürlich haben wir Straftaten im Zusammenhang mit der Migration. Darüber wurde gar nicht geredet, über Migration. Das wurde ausgeblendet, das Thema. Und wir haben zum Beispiel in Deutschland seit mehreren Jahren das Phänomen einer sogenannten Gruppenvergewaltigung, die mehrfach, ja, die vielfach stattfindet. Mehrfach pro Tag gibt es Gruppenvergewaltigungen in Deutschland, ein schreckliches Verbrechen. Das hat es vorher nicht gegeben. Das ist allein durch Migration herbeigeführt worden. Und hier muss entschlossen gehandelt werden. Und ich sage eins, am meisten verstehen diese Täter die Unterbringung in einem heimatlichen Gefängnis, nicht in Deutschland. Die sichere Unterbringung in einem Gefängnis in Afghanistan oder in Tadschikistan oder in Syrien ist bei solchen Tätern sicherlich der bessere Maßstab, als diese Menschen hier in Deutschland weiter zu beherbergen. Thema Marktwirtschaft, Bürokratie. Das muss dringend muss gehandelt werden, dass die Bürokratie abgebaut wird. Es wird immer schlimmer. Viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, weil sie jetzt nicht mehr in der im Berufsleben sind, sondern im Ruhestand. Was an Bürokratie alles passiert. Der Unternehmer, Sie sind ja selber als Unternehmer seit Jahrzehnten tätig, der muss im Grunde genommen einzelne Kräfte nur beschäftigen, die Formulare ausfüllen, die unsinnigsten Sachen. Im Bereich Klima kommt ja da auch noch einiges auf die Unternehmer, aber auch auf die Bürger sonst zu. Es wird damit nichts gerettet, es wird damit auf der Welt nichts besser. Es wird nur passieren, dass immer mehr Unternehmer sagen, ich habe keine Lust mehr zu investieren, ich gehe irgendwann aus Deutschland raus, weil die Bürokratie zu stark ist. Und der Staat kann vorübergehend ein Strohfeuer machen und Geld verpulvern. Aber Arbeitsplätze, die funktionieren, das müssen Unternehmer schaffen. Und wenn die keine Lust dazu haben, Arbeitsplätze zu schaffen, weil ihnen alles kaputt gemacht wird von staatlicher Seite, gerade auch durch Bürokratie, gerade durch Willkür, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass unser Wohlstand irgendwann weg ist. Thema Nationalstaaten, Thema EU-Zentralisierung. Das Traurige ist, dass die EU eigentlich in den Vorläufern EWG, teilweise auch noch EG, eigentlich sehr viele vernünftige Ansätze hat. Damals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, in kleinerem Rahmen, freier Handel, freier Reiseverkehr für die Bürger der verschiedenen Staaten innerhalb der EWG. Wir hatten alles das, was eigentlich das Positive ist, hatten wir damals schon. Und das kann man in einer modernen Form, kann man das wiedererwecken, indem man eine EWG neu macht, indem man dann Polen meinetwegen dazu nimmt und Tschechien und so weiter, die fleißigen Ungarn. Und dann hat man eben Reisefreiheit für die Bürger, nicht für die Kriminellen und nicht für fremde Staatsangehörige, sondern für die Bürger dieser Länder. Reisefreiheit, freier Handel, das ist die Zukunft. Weg von der Zentrale in Brüssel. Staatsminister Annen hat in der Sonderausschusssitzung des Menschenrechtsausschusses vor 3 Wochen eins gesagt, das war verräterisch, als er gefragt wurde von einer anderen Fraktion, was hat das Auswärtige Amt denn mit Brüssel besprochen, mit der EU besprochen, um jetzt die Strategie abzustimmen mit Afghanistan, mit Migration und so weiter. Da hat er gesagt, ja, versuchen Sie da mal im August in Brüssel jemanden zu erreichen. Das ist eben schwierig. Daran sieht man, Brüssel, diese EU-Zentrale, will die Macht ausüben, sind nicht legitimiert demokratisch dazu. Sie sind gar nicht erreichbar nach dem Motto, Auswärtiges Amt sagt, nennen Sie uns doch mal eine Telefonnummer in Brüssel, wo wir jemanden erreichen können, um Politik zu machen. Aber sie wollen den Menschen alles vorschreiben.
Das muss unbedingt aufhören. Diese Willkür, diese arroganten Machthaber wie Uschi von der Leyen, die in ihrem Leben wirklich nur die Demokratie mit Füßen getreten hat. Diese Frau ist seit Jahren nur unterwegs, Freiheit und Demokratie mit den Füßen zu treten. Und wir sollten uns mittlerweile schämen als Deutsche, dass wir solche Vertreter auf internationaler Ebene haben. Leider. Früher war das anders. Zum Schluss des Gesprächs verraten Sie unseren Zuschauern bitte noch Ihren Wahlkreis. Mein Wahlkreis ist Waiblingen. Das ist vor allem das schöne Remstal in der Nähe von Stuttgart mit den Städten Waiblingen, Fellbach, Winnenden, Schorndorf und so weiter und so weiter. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei Jürgen Braun. Wir haben das Fenster ein wenig geöffnet, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Wie ich finde, sehr informativ. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, Herr Weber. Gerne und Ihnen auch alles Gute bei Hallo Meinung.